Willkommen zurück beim Somnambwald von Mario und Luigi für Dream Team Brothers. Hier haben wir direkt schon ein Attackenfragment, das ist Nummer 4. Also wir sind jetzt fast bei der Hälfte angelangt, denke ich mal. Das muss ja nicht unbedingt ein Wegweiser sein. Also ich meine jetzt die Länge dieses Gebiets hier. Hä? Was ist jetzt los? Oh, diese Maulwürfe von vorhin. Ja, wer? Hier, was? Das wäre. Gehen tiefer in den Wald. Wieso? Tiefer, was bedeuten? Wir haben eine wichtige Mission. Dürfen wir passieren? Plötzlich rotes Ding. Gelbes Ding erschienen. Verdächtig aussehen. Wollen stehlen Schatz. Wollen stehlen Kissen um. Böse Diebe. Diebe, was bedeuten? Kissen um niemals euer. Kissnum! Ganz ruhig, wir sind alle nur Chiller, ja? Was war das denn? Die wirkten ja wirklich gar nicht freundlich. Das waren Nomnoms. Sie leben schon seit ewigen Zeiten in diesem Wald. Ey, warum kommt dieser Typ eigentlich immer dann, wenn die Situation bereinigt ist? Wäre er gleich hinzugestoßen und hätte alles erklärt, dann wäre das Problem doch gar nicht entstanden. Aber ich habe keine Ahnung, was diese Kissnom sein sollen, von dem sie da geredet haben. Es ist mir ein Rätsel, aber wir müssen trotzdem weiter. Also ich glaube, dass uns das wirklich einigen Ärger hätte ersparen können in der Vergangenheit. Weil viele haben ja Respekt vor ihm. Hey, hier ist eine Verbindungsröhre. Stimmt, das habe ich bisher schon die ganze Zeit vermisst. Jetzt haben wir endlich mal eine. Also eigentlich fehlt da am Anfang des Somnambwalds einer, aber gut. Dann haben wir halt hier mittendrin eine. Und das hier sieht mir so aus, als wäre das der nächste Kissenmeister. Aber der liegt ja wie auf dem Präsentierteller, ohne Schwierigkeiten und so. Und weil ich es gerade sehe, vor mir gibt es 6 verschiedene Wege. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Na ja, erstmal die Traumwelt erledigen. Wir haben ja da eine neue Fähigkeit erlernt. Eine neue alte Fähigkeit, will ich schon fast sagen. Weil im Prinzip ist das nichts Neues. Aber Moment mal, es hat wieder eine alte genutzt. Eine richtig alte. Unsere allererste, wenn du mich nicht alles täuscht. Das mit dem Werfen. Stimmt, das ist auch so eine Sache, die mich beim Spiel nicht so wirklich, begeistert hat. Weil man hat viele Fähigkeiten bekommen von Luigi's Ionen, aber die waren immer nur pro Gebiet immer wieder zu sehen. Und dann kamen sie nie wieder vor, wie das hier zum Beispiel. Aber jetzt kehren sie alle wieder langsam zurück. Finde ich schön. Auch das mit dem Zeitverlangsamen und Verschnellern. Oder was gab es denn noch alles? Verschiedenes Zeug, ne? Wo soll ich lang? Nach unten? Nach oben? Hä, wieso ist da ein Item? Wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Erstmal zurück. Boing. Ich will jetzt erstmal gucken, wie ich an das Item rankomme, weil das muss ja theoretisch hier sein. Ach, und ich wollte schon hier nach links gehen, weil ich dachte, da ist ein Weg. Mann. 100 Münzen. Das nächste Mal schaue ich lieber gleich nach. Ich finde es total interessant, dass da, wo ich laufe, plötzlich auch etwas wächst. Seht ihr das? Immer wenn ich ein paar Schritte gehe, dann kommen da so komische Dinger. Voll gut gemacht. Als hätten wir eine heilende Wirkung für diesen Wald. Nächstes Item. Weil er sieht ja schon sehr verseucht aus. Muss man sagen. Na, komm her. Werf ihn hoch. War doch klar. Wir müssen einfach nur da hoch. Und jetzt? Dann nehme ich halt den Touchpen, wenn es dann besser geht. Aber ich weiß halt nicht, wo ich ihn hinwerfen soll. Oh, ist das scheiße. Wenn man einmal unten ist, dann kommt man schnell wieder nach oben. Das kann man auch als Lebensweisheit betrachten. Alter, ich kann halt da nicht ausholen.
Ja! Ach so. Ja, toll. Ich dachte, ich könnte da hoch, aber von wegen. Das große Problem ist halt, dass der 3DS-Touchscreen irgendwann aufhört. Ach, Moment. Hier ist der Albtraumsplitter. Und was ist auf der linken Seite? Ja, ich glaube, da wird mir nichts anderes übrig bleiben, als diese Scheiße zu schneiden. Denn das hier ist der nervigste Raum des gesamten Spiels. Und das alles nur für Geld. Ganz ehrlich... Keine Geldgeilheit dieser Welt. Ach, ich sammle das nicht mal ein. Das ist mir so scheißegal. Bring mich jetzt einfach nur da hoch. Mann. Du sollst nicht dumm schauen. Gott sei Dank, irgendwie... Ey, das war eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe war das hier. Wenn der 3DS-Touchscreen größer wäre, dann könnte ich auch mehr ausholen, aber das ging halt nicht. Und deswegen war das hier einfach nur eine Tortur. Mein Gott. Seid bedankt! Endlich endet dieser Albtraum! Ich verstehe, das sind wirklich besorgniserregende Neuigkeiten. Und deshalb müsst ihr jetzt zum Tempel? Ich verstehe. Wenn das so ist, dann nehmt dies. Schon wieder so ein Somnamstein. Wir Kistenmeister sind Wächter. Lang haben wir die Somnamsteine bewacht. Die Schlüssel zu diesem Tempel. Mit ihrer Hilfe sollten sich euch der Weg zu den geweihten Städten öffnen. Ihr werdet viele Somnamsteine brauchen, um bis zum Tempel vorzudringen. Andere zu Stein gewordene Kistenmeister werden euch auf eurem Pfad begegnen. Rettet sie alle, dann werden sie euch sicher ihre Somnamsteine anvertrauen. Nur mit der Hilfe aller Meister werdet ihr zum Tempel kommen. Es liegt wohl noch sehr viel vor uns. Was ist denn das schon wieder? Nur dem, der den Segen der Kiste hat, soll es erlaubt sein, den Tempel zu betreten. Fügt sie ein, die Somnamsteine, so öffnet sich der Weg. Ach so. Oh Gott, was ist das denn hier? Ja! Hallo? So. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss so einen Weg erschaffen. Ja. Okay. Man kann es auch rotieren. Das sind die 6 Wege, die ich das letzte Mal angesprochen habe. Und wir brauchen alle Sondersteine, um den Tempel dort vorne zu erreichen. Ja, ich hab's kapiert. Dann würde ich gleich mal sagen, gehen wir nach rechts und nach links. Ne? Was? Ich will doch nicht nochmal die Scheißerklärung! Das ist nicht dein Ernst. Ich hab doch gesagt nein! Oh, dieses Spiel. Also so langsam geht's mir auf den Sack, muss ich sagen. Wollte die Anweisung erneut vornehmen. Warum ist der Scheißpfeil auf klar gerne? Sag mal, sehe ich aus wie ein Vollidiot? Dann, wieso dreht es sich jetzt nicht? Wenn ich auf Drehen drücke? Okay. Weil man das nur außerhalb machen kann. Gut. Start. An sich ist ja eine coole Sache, aber diese Erklärungsscheiße immer wieder... Oder hättet ihr dafür eine Erklärung gebraucht? Ich nicht. Das sagt mir mein Verstand.
Yay, neue Gegner. Jetzt wird's wieder mal lustig. Endlich. Sorry, es kann sein, dass ich gerade ein bisschen aggro bin wegen diesem scheiß Raum da. Ich versuche das wieder hinzukriegen. Aber es hat mich richtig genervt, ey. Dass ich diesen Lappen da einfach nicht hochwerfen konnte. Eine Frage an alle, die das Spiel auch spielen. Hattet ihr bei dem Raum auch Probleme oder war da irgendwas mit mir nicht ganz richtig? Aber das Problem ist halt, man muss richtig genau werfen. Und wenn man einen Fehler macht, ist man wieder unten und darf alles von vorne machen. Und das war halt das Doofe. So, Kämpfe mag ich, da komme ich wieder runter. Die Gegner sehen sehr, sehr strange aus. Kissina heißt er. Aber ich kämpfe gerne gegen sie. Weil sie keine Probleme machen, wir wieder Punkte bekommen und auch Erfahrungspunkte. Oh, der Hintergrund ist cool. Mit den Wolken und dem Licht. Sieht aus, als hätte es gerade ein großes Gewitter gegeben. Ah, da ist so ein Maulwurf. Dann gehen wir erstmal hier lang. Ah, Hammerbruder, nein. Aber wieso sage ich immer Hammerbruder? Das ist keiner. Das ist ein Boomerang, Bruder. Boomerang. Oh, jetzt sind die schon zu fünft? Ernsthaft? Alter. Schnell, Bombenderby und bitte auf Exzellenz, sonst schaffen wir es nicht. Hast du gehört, Luigi? Werf, werf, werf. Versaut. Also in letzter Zeit fail ich oft bei Bombenderby. Ich hatte es lange Zeit immer wieder hingekriegt, aber mit dem, was wir so die letzten Male gesehen haben, kann man auf keinen Fall zufrieden sein. Gut, die letzten beiden kriege ich aber immerhin mit dem Panzer down. Oder? Geht sterben, verdammt! Na also. Tschüss. 900. Also wir werden schon noch das ein oder andere Level hier erreichen. Und die scheiß Blumen mal wieder. Ich hab so einen Hass gegen die. Los, Erstangriff! Schnell! Ja, hat geklappt. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Hier nach links oder zu dem Maulwurf? Das ist die Frage. Vielleicht lässt mich der Maulwurf aber auch nicht durch. Weil er ist ja der Meinung, dass ich ein Dieb bin. Was nicht stimmt. Pech gehabt. Eure Angriffe gingen daneben, daneben, daneben. Oh, Mario braucht KP. Sollte ich mich direkt mal drum kümmern. Aber jetzt wird erstmal die Blume ausgerissen. Eigentlich wollte ich Feuerblume einsetzen, aber es hat jetzt wenig Sinn gegen einen einzigen Gegner. Oh, Luigi. Ja gut, ihm kann es egal sein. Der hat so viel KP und so krasse Verteidigung. Interessiert ihn alles null, was hier geschieht. Ja, ich schmeiße Mario jetzt mal einen Pilz in die Fresse. Soll ich dich reindonnern? Ob du essen willst oder nicht, das ist mir wurscht, du brauchst ihn. Also nimm ihn. Sieht doch schon besser aus. Vielleicht sollte ich auch mal die Orden ändern. Auf 80% KP zurück oder sowas. Aber andererseits, es ist nicht wirklich notwendig. Jetzt sind sie zu dritt. Da werde ich auf jeden Fall die Feuerblume nutzen. Es gibt jedes Mal in einem Gebiet einen Gegner, der schneller ist als ich. Und da kann ich auch nichts machen. Außer ich ändere meine Ausrüstung oder so. Auf irgendetwas, was Geschwindigkeit erhöht. Aber das ist ja auch doof, ne? Einfach immer wieder ausweichen, dann ist gut. Darf ich jetzt auch mal wieder angreifen, oder? Aber wieso macht denn der jetzt was? Ich habe doch der Kugel nicht befohlen, dass sie mich... Hä? Angriffsminus? Warum? Das finde ich jetzt aber doof. Dann schwächen wir dich halt noch. Und bitte, Feuerblume, erledige den Rest. So viele Wespen hier. Ich weiß, ich sage immer Bienen, aber ich wollte eigentlich Wespen sagen. Weil Bienen sind ja lieb, die machen nichts. Die machen leckeren Honig, aber sonst nichts. Ja, komm. Wobei, ich brauche bei denen fast keinen Exzellent. Ja, es ist sowieso nicht mehr möglich. Oder doch, die hintere, die wurde ja fast gar nicht angegriffen. Sag mal, wo schmeißt ihr denn eure Feuerbälle hin?
Auf die Gegner, die ich schon geschwächt habe. Wie dumm seid denn ihr? Der vordere und der andere hinten, der war doch schon fast tot. Schau mal an, wie viel der noch einsteckt, hey. So dumm. Mann, Mario und Luigi können echt nicht mitdenken. Oh, der Hintergrund ist so geil. Ich mag den. Ich gehe jetzt mal hier zurück zu dem Maulwurf. Ich glaube, der wird mich nicht durchlassen, aber ich will es halt mal ausgetestet haben. Ah, doch. Der sagt noch nicht mal was. Ah, ja gut. Anderes Problem. Anderes Problem. Hier gibt es noch ein Attackenfragment, das ich mir schnell holen sollte. Ich muss sowieso hier durch. Lasst mich mal durch, Krankenwagen. Krankenwagen. Wo ist denn das? Ist das da hinten? Also laut Karte ist das da hinten, deswegen fliege ich jetzt mal dahin. Ja, da ist es. Nummer 5, die Hälfte. Boah, das kann noch dauern, du. Schnell zurück, zurück. Sehr gut. Halt, 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 halt. Nicht da reinfliegen ins D-Reaper. Und nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Da ist der nächste Kissenmeister. Wie viele gibt es eigentlich von denen? 8? Weil hier müssten doch jetzt noch 6 sein, oder? Wenn es 6 Wege sind, dann sind es auch 6 Kissenmeister. Das ist ja wohl selbstverständlich. Und vorher haben wir schon 2 gerettet, also macht das insgesamt 8. Und Traumbett, dieser Lappen hat gemeint, mit einem kommen wir schon in den Tempel. Ha! Von wegen, ey. Wir haben hier noch eine Menge Arbeit vor uns. So, hoffentlich kommt jetzt hier nicht nochmal irgendwas Nerviges dran. Aber das ist auch einfach mächtig schief gelaufen am Anfang des Parts. Ich glaube, ich mache den Part auch etwas länger wegen dem Fail. Ach so, jetzt sehe ich das erst. Ich muss da Wind machen, oder? Dann kann ich fliegen. Yay! Das ist ja cool. Jetzt macht das auch Sinn, weil... Naja, gut. Das hätte die andere Fähigkeit auch gekonnt. Es macht doch keinen Sinn. Nee, ich werde mit dieser Fähigkeit einfach nicht auf gut Freund kommen. Ich verstehe nicht, wieso die ins Leben gerufen wurde. Das ist genau das gleiche wie das andere, wo ich die Schwerkraft ändern kann. Da kann ich auch nach oben kommen, auf die rechte Seite, wie Spider-Man mich dran lehnen. Das geht alles. Das ist total doppelt gemoppelt. Aber Gott sei Dank ging das hier mega unkompliziert. Ist ja schon rekordverdächtig, wie schnell der gerettet wurde. Und jetzt kriegen wir das nächste Teil. Endlich frei. Ich stehe tief in eurer Schuld. Vielen, vielen Dank. Hör mal, wir müssen einen Weg zum Tempel im Inneren des Waldes finden. Verstehe. Ihr seid also auf der Suche nach der Penhenne. Dann werdet ihr das hier ganz gewiss brauchen. Genau, den Somnamstein Nummer 3. Die Kraft der Träume hier im Wald lässt alle anderen Traumzonen schwach wirken. Deshalb haben wir unseren Tempel hier errichtet, um unsere Träume zu verstärken. Durch den Tempel fließt ständig eine starke Energie. Wenn ihr auch das Ultibett habt, das euren Schlaf verstärkt, dann ist es so gut wie sicher, dass ihr die Penhenne finden werdet. Ich bitte euch, rettet die Welt vor den bösen Mächten. Das ist der Plan. Der Kerl war mir sogar sympathisch. So, wir haben jetzt noch ein neues eckiges Teil bekommen. Ich glaube, damit komme ich dann da hoch. Aber wir gehen jetzt erstmal auf die ganz rechte Seite. Weil das sollte unkompliziert sein. So, erledigt. Genau. Ab nach rechts. Ich mache das immer so. Ich gehe immer so hin und her. Dann von links nach rechts, von rechts nach links. Dann kann wenig schief gehen. Ja, komm her. Bam.
Apropos wenig schiefgehen. Bitte, jetzt muss es wieder sitzen mit dem Bombenderby. Mein lieber Mario. Wir wollen ja nicht alles auf Luigi schieben. Weil vorhin hast es du versaut. Aha, jetzt habt ihr beide dazugelernt. Und dann passt auch alles. Die Bombe ist jetzt nur hochgegangen, weil der Gegner schon tot war. Ich habe da nichts falsch gemacht. Das passt schon so. Yay! 10 Sekunden oder so hat es gedauert. Weiter so, Freunde. Der nächste. Ach, wären wir gleich gesprungen. Aber die sieht man nicht so wirklich. Also ich nehme die nicht gleich als Gegner wahr, diese Viecher. Weil, was sollen das überhaupt sein? Sollen das solche spitzen Pennhennen darstellen oder was? Das sind wirklich sehr strange Gegner. Und gute Verteidigungswerte haben sie auch noch. Aber ihre Angriffe sind verdammt einfach abzuwehren. Oder ist das einfach nur Glück, was ich hier mache? Ich schlag nämlich einfach nur drauf. Oh, jetzt was Neues. Boah! 33! Also angriffsmäßig haben die es drauf. Deswegen werde ich kein Mitleid zeigen und sie wegschleudern. Das sollte so viel Schaden machen, dass sie das nicht überleben werden. Wenn ich treffe... Yeah! Exzellent gekillt. Gut gemacht, Luigi. Gegen fliegende Gegner ist das sowieso einfacher, finde ich. Weil wenn die Gegner am Boden sind, dann kann man da nicht so gut zielen. Boah, sind hier viele von denen. Übertreib halt. Ja, mache ich das jetzt immer so mit Luigi. Dann wird Mario jetzt einfach mal hier so einen Superpilz nehmen und sich regenerieren. Und dann ist Luigi dran. Nee, erstmal die Viecher. Ja, das ist echt Glück. Ich muss sie halt im richtigen Moment treffen. Das Auge darf mich nicht anschauen, weil sonst werde ich vom Laser erwischt. So wie jetzt. Oh, Luigi braucht BP. Stimmt. Dem seine werden ja nicht automatisch aufgeladen. Werde ich mich direkt nach dem Kampf drum kümmern. Oh! Doch, beide erwischt. Ich dachte, ich habe jetzt nur den hinteren, aber die sind so nah beieinander, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Nice, Double Kill. Und nächstes Level. Yes! Und zwar das 34. Vielleicht machen wir mal was für die Geschwindigkeit, oder? Oder beim Bart. Nee, Bart nicht. Geschwindigkeit, ja. Yes! Weil die Blumen sind ja noch schneller als ich. Da möchte ich was gegen tun. Und bei Luigi werde ich wahrscheinlich auch auf Geschwindigkeit gehen. Verdammt, hat mich voll erwischt. Damit der schneller ist als die da. Kommt jetzt nur noch Steine, Luigi. Sollte es schon schneller sein als die. Ach, jetzt lasse ich mal den Mario kämpfen mit Chillkanone. Das sollte doch eigentlich auch funktionieren. Ich habe jetzt ohnehin vergessen, BP aufzufüllen. Ich bin so vergesslich, das ist unglaublich. A, B, A, B, B, A. A, B, A, B, B, A. Ja, das schaffen wir. Very nice. Wieso lebt er jetzt noch? Der andere ist doch auch gestorben. Was macht er denn? Der war wohl nicht zufrieden, dass er mich nicht erwischt hat. Halt dich an die Regeln, ey. Nur ein Angriff pro Runde, klar? Betrüger. So ein Assi. Und Luigi, ebenfalls ein Level. Also der hat jetzt 90 Geschwindigkeit. Eigentlich müsste er fast schneller sein als die. Weil Mario hat auch nicht viel mehr. Vielleicht reichen die 93 schon. Das sehen wir dann im nächsten Kampf. Ich hoffe es. Dum, 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 dum. Hier ist alles in Ordnung. Sagt ihr eigentlich auch irgendwas? Verdächtig. Ihr nicht Nom Nom. Nom Nom spazieren. Ihr spazieren? Nom Nom riecht Blumen, aber Nom Nom nicht mögen. Du magst keine Blumen? Und du sagst, ich wäre komisch und strange? Ich glaube, ich bin. So, Super Sirup für Luigi. Und wenn ich schon sehe, dass da eine Kraftbohne ist, dann gebe ich die auch gleich Mario. So, noch stärker.
Wo ist der nächste Kissenmeister? Hier? Da sind Items. Viel Geld und ein Ultra-Bonbon. Schafft ihr das bis ganz nach rechts? Ja, komm. Genau, ihr habt's drauf, Boys. Aber wir finden irgendwie fast keine Bohnen. Und das, obwohl verdammt viele hier zu finden sein sollen. Irgendwie bin ich ein klein wenig enttäuscht. Das kann doch nicht sein, dass da noch so viel kommt, oder? Auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass ich so viele übersehen habe. Ich schau mal nach. Also Bohnen gibt es hier 19 und wir haben 4. WTF? Was denn jetzt? Hey! Verdächtig. Diebe. Kissnom nicht geben. Meine lieben Nomnoms. Plötzlich andere. Plötzlich orange. Nomnom ihn kennen. Kissnom. El Kissnom. War ist Kissnom? Erklärt uns bitte, was ist ein Kissnom? Das Kissnom. Ein Kissenmeister. Ich glaube, Kissnom heißt einfach nur Kisso. Kissnom, sehr, sehr wichtig. Ah, gut, verstehe. Die versteinerten Kisse werden Kissnom genannt. Bewohner des Sonnenwaldes, hört meine Bitte. Die ganze Welt fällt in Antasmas und Bowsers Hände. Um sie zu stoppen, brauchen wir... Ihren Schmerz nicht verstehen. Ihr wollen Kissnom? Ja, wir brauchen diesen Kissnom wirklich dringend. Kissnom wollen anderen Kissnom. Nom? Ich will nicht mehr. Vom Hoschmacher. Nom Nom euch geben Kissnom. Aber erst spiele mit Nom Nom. Nom Nom lieben spielen. Macht viel glücklicher. Nom Nom glücklich, dann geben Kissnom. Spiel braucht ein großes Hirn. Erst erklärt die Regeln, ihr zuhört. Und dann spielen mit Nom Nom. Ja, dann erklär. Regeln leicht. Ringe erscheinen, ihr durchgehen. Aber gehen ein Feld weiter. Dann Nummer sinken, bevor Nummer verschwunden, ihr gehen durch alle Ringe. Und wenn zweimal bedürfen Platten zerbrechen, fallen in ein Loch und Spiel vorbei. Kaputt. Nom Nom aufs Spielfeld, nicht springen auf Nom Nom, Nom Nom nicht mögen. Aber. Aufnahme springen nach dem letzten Ring passiert, das ist kein Problem. Genauso kaputte Platte. Ganz leicht, viel Spaß. Jetzt versuche, dann Liebe. Okay. Zu lösende Aufgaben 3. Also dreimal solchen Parcours hier lösen, oder was? Ja, das sollten wir doch eigentlich hinkriegen. Oh, Moment, Ich hab schon falsch gemacht. Scheiße. Ja, vielleicht sollte ich erstmal gucken, ne? Warte, wie mache ich das denn am besten? Hochgehen? Boing, boing, boing. Hä, was? Ja, warte, ich habe doch 13 Züge, ich verstehe schon. Ja, okay, ich bin einfach nur ein Voll... Doch, ich bin ein Riesenvollidiot. Alter, bin ich schlecht in dem Spiel. Ein Riesendepp. Ja, dann machen wir es mal anders. Einfach mal, um zu schauen. Hey, ohne Scheiß, ich check das nicht. Ich weiß nicht, wie ich gehen soll. Was ist denn da die Lösung? Moment mal. Oh fuck, eigentlich ist das mega einfach. So. Ja gut, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber wir schaffen es trotzdem. Ja, war vielleicht nicht die beste Lösung, aber es passt. Aber ich habe nur noch ein Herz. Und das wird jetzt wahrscheinlich schwieriger. Oh ja, das wird es. Oh, Alter. Am besten fange ich oben an, oder? Boah, das ist echt gemein. Das sieht einfach aus, aber das ist es nicht. Trotzdem habe ich das hier auch gelöst. Obwohl... Nein, habe ich nicht. Ich kann es nicht. Oh Gott, ihr wollt mich in diesem Part wirklich zum Narren halten.
Ihr wollt mich echt für blöd verkaufen. Ja, ich weiß, ich hab verloren. Okay, darf ich es dann bitte nochmal machen? Sonst weine ich. Das gibt's doch nicht. Ja, was ist denn dann die bessere Lösung, bitte, hä? Ich weiß, jetzt muss ich nochmal den Anfang machen. Das ist vielleicht auch chilliger, wenn ich das so mache. Gibt's da eine bessere Lösung als das? Ja, was mache ich jetzt hier? Was ist dann die beste... Hä? Das ist jetzt aber was anderes. Ja, super. Aber wo fange ich denn da jetzt am besten an? Die Mitte ist kacke. Ich mache einfach mal. Ich habe keine Ahnung, aber ich mache einfach mal. So nach dem Gefühl. Ja, und das Gefühl hatte recht. Scheiße. Komm, 4 Herzen, letzte Aufgabe, das kriegen wir doch wohl hin. Und es gibt sogar eine Platte, wo ich öfter drauf darf. Und es heißt, dass ich das Viech da, diesen Nom-Nom, als letztes berühren muss. Ja, warte, das ist einfach. Das sieht nur schwer aus, das ist aber einfach. Glaube ich. Ich will es natürlich nicht im Mund zu voll nehmen, aber... Na doch, es ist einfach. Es ist mega einfach. Jetzt habe ich es raus. Also wenn es mehrere von solchen Aufgaben gibt, dann glaube ich, werde ich noch für blöd verkauft. Aber mir gefällt das. Ich finde das eine coole Idee, dieses Spielchen. Ihr großes Spieler, Nom Nom viel glücklich, nehmt Kies Nom. Oh, danke. Nom Nom euch mögen, also ihr nehmen. Was? Das auch noch? Krass. 6. Attackenfragment. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Umso schöner. So, wir haben hier aber noch einen einzelnen Raum. Den checke ich noch schnell ab. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Spiel und mich mit einem Daumen hoch unterstützt und wieder einschaltet. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht alles ein wenig konfus und so. Und vielleicht auch nicht mega cool. Aber bleibt dran. Wir sind ja nah am Finale bei Mario Luigi 4 Dream Team Bros.